Dankeschön. Einen schönen guten Morgen. Ich kann alle Dinge tun durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und mein Thema heute Morgen ist, lebe nicht mit Schablonen. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, was es ist, aber wir haben zu Hause solche Rollen gehabt. Wir haben die Wände also schön gestrichen. Bei uns gab es keine Tapeten, aber wir haben alles gerollt zu Schablonen. Ja, lebe nicht in Schablonen, in Abklatsch, in einer Kopie. Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, wir werden geboren als Originale und sterben als Kopien von irgendjemand. Und genau das, dagegen möchte ich angehen und dagegen predigen. Du bist ein Original. Meine Botschaft ist heute, löse dich aus den Schablonen. Lass dich von Gott erlösen, nicht nur von deinen Sünden, sondern auch von den Schablonen, wo du geprägt bist, von deinen Eltern oder ja, von der Erziehung, von der Schule, von wem auch immer. Wir bringen so viele Schablonen mit, also wir haben verschiedene Rollen. Mein Vater hat, glaube ich, 5, 6 Rollen gehabt, jedes Zimmer anders oder mal alle paar Wochen ein bisschen anders, gewalzt, weiß gestrichen und gewalzt. Ja. Gott will Originale haben und er hat uns als Original geschaffen, Lob und Dank, Halleluja. So viele leben nach menschlichen Vorbildern, ja, haben so viele Ideale, aber die kann es gar nicht verwirklichen. Legen sich fest, ich möchte so und so und so sein und dann schaffen sie das gar nicht. Es gibt so viele gezüchtete Kreaturen, sie sind nicht mehr natürlich, sie kopieren irgendjemand. Wir haben zeitlang eine Bibelschule kennengelernt und haben die Leute auch von der Bibelschule aus der ganzen Klasse, haben immer, wenn sie gesegnet oder gesalbt worden sind, haben immer schräg den Kopf gehalten. Und irgendjemand hat dann gefragt, warum haltet ihr den Kopf immer so schräg? Ja, wenn wir die Salbung haben, unser Bruder, der Bibelschullehrer, also wenn er auch gesalbt war, hat er immer seinen Kopf schräg gehalten. Nein, wir sollen uns nicht, unsere Stimme nicht verstellen, wir sollen den Kopf nicht schräg halten, niemand kopieren. Sei das, was du bist. Halleluja. Und das ist das Schöne dabei, ich darf ich sein. Und so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, in aller Liebe. Ja. Das Leben lebt sich selbst. Du musst niemand kopieren, ein Pharisäer, Schriftgelehrten oder ein Vater oder ja, so Pastor oder Prediger. Ja, so viele Menschen sind weltfremd, nicht mehr natürlich, nicht mehr praktisch, den Kopf schräg halten oder was auch immer ist. Ja, wir sollten unsere Prinzipien haben und wir sollen bei unseren Prinzipien bleiben, uns nicht einengen lassen. Und das ist, was der Teufel möchte, dass er uns, dass wir eingeengt werden in irgendeine Form und dann hineingepresst, ja, groß oder klein, was auch immer ist. Die Natur wächst und lass die Natur wachsen. Wir haben das probiert mit den Blumen. Ja, kleine Töpfe gibt es kleine Blumen. Große Töpfe, die sprießen und wachsen und entwickeln sich gewaltig und wuchtig. Ja, das Leben will Grenzen durchbrechen. Das ist die Natur, ja. Ein Tropfen höhlt einen Stein aus, wenn es immer regelmäßig tropft und kommt. Das Leben, es entfaltet sich, es entwickelt sich und es muss man einfach das Leben leben lassen. Über sich selbst hinauswachsen, das ist, lass die Schablonen stehen. Über sich selbst hinauswachsen. Ich bin ich. Ich bin nicht du und ich möchte nicht, dass du mich kopierst. Ja, und ich werde auch dich nicht kopieren. Wir sollen über unseren Schatten springen, heißt es einmal in der Bibel. Das Leben wächst, wenn man es wachsen lässt. Es entwickelt Eigendynamik. Ja, die Gesellschaft versucht, das Leben zu formen, zu pressen. In der Schule schon Kinder, alle ruhig bleiben, alle gleich angezogen. Deutsche sind ganz bestimmt hier geprägt. Ich werde nie vergessen, als wir in St. Peter-Ording waren, es war schlechtes Wetter. Gewiss, die Leute haben recht gehabt. Es gibt nicht schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleider. Aber die waren alle mit gelben Stiefeln, mit gelben Jacken, mit gelben Mützen, alle gelb. Die Gesellschaft versucht, dich in eine Form zu pressen, dir das Rückgrat zu brechen, dir den Willen zu nehmen, was auch sei. Der Pharao hat die Leute in eine Ziegelproduktion reingepresst, die Israeliten damals, und Gott hat aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei rausgeführt. Und man versucht, einfach Normen zu geben. Und wir Deutsche sind da Spezialisten, deutsche Industrienorm, DIN. Also, da sind alles genormt, verstehst du, alles genormt. Ja, deutsche Industrienorm. Auch geistlich versucht man da eine Norm zu geben, alles zu regulieren, alles zu regeln, auch im Gottesdienst. Wir haben
in der Einleitung das, wir haben dann ein Gebet und das Vater unser, dann Textlesung oder was weiß ich auch. Ja? Nein, Gott möchte mal, dass wir über den Schatten springen, dass wir Originale sind und er möchte, dass wir ja, anders sind. Und jeder ist anders. Ich habe diese Tage spreche ich über die Schöpfung die ganze Zeit. Ja, Glaube und Wissenschaft. Da ist jedes Blatt anders. Der Schwabe hat einmal, ein schwäbischer Obstbauer hat ausgerechnet, jeder Apfel ist anders. Schau die Schneeflocken, Eisblumen und was auch immer ist, die sind alle anders. Obwohl es auch nur Sechsecke sind, aber ganz anders gestaltet. Und der Teufel möchte uns in eine Form zu pressen. Sollte Gott gesagt haben, ja, dass ihr gleich sein werdet wie er. Ja, Gott möchte nicht, dass ich so werde wie er und umgekehrt. Ja, wir sollen Originale bleiben. Er hat uns als Menschen geschaffen, praktisch geschaffen. Ja, die Predigt wird genormt. Die ganzen Missionsdaten und Arbeiten und Methoden sollen genormt werden. Die ganzen Hilfsaktionen, jeder kriegt nur so und so viel. Das Gebet wird genormt. Mich hat vor kurzem jemand gefragt, soll ich im Namen des Vaters beten oder im Namen Jesu beten? Wie soll ich beten überhaupt? Ja, ich soll doch so mit Gott reden, wie ein Kind mit dem Vater. Und man spricht ganz natürlich, nicht geschwollen, nicht lateinisch, nicht griechisch oder was weiß ich auch. Ganz normal. Da wird alles genormt. Und für alles gibt es in Deutschland, hier bei uns und vor allem auch im christlichen Leben eine Norm. Und was nicht genormt ist, das ist auch nicht normal, sagen die. Ja. Ich bin normal, auch wenn ich anders bin wie die anderen. Ich möchte nicht wie die anderen sein. Da gibt es nur Probleme, wenn alle gleich wären. Wir halten uns an die Normen tierisch fest. Das ist der Mensch hier in dieser Welt, versucht tierisch festzuhalten. Es gibt ein Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Ich bin Gott so dankbar, dass die Flüchtlinge gekommen sind. Die bringen ein bisschen Kultur rein, ein bisschen Leben. Ja, in aller Liebe. Wir sind nicht offen für das andere oder für den anderen, wenn wir nur so in sture Formen fahren. Ja, quer fällt ein. Viele entfremden sich selbst, sie sind nicht mehr sie, sie sind irgendjemand, Kopf schief. Und dann ist die Salbung da, vergiss es. Ja, die Salbung ist da, wenn du dein Haupt erhebst und zum Himmel schaust. Wir glauben, die anderen sind nicht normal, wenn sie nicht so sind, wie wir sind. Oder wie die Gemeinde ist, oder wie die Kirche ist, die Organisation. Alles, was von Gott ist, ist normal. Jedes Blatt, jede Pflanze, jedes Apfelchen ist anders und du darfst anders sein. Und alles, was Gott zulässt, ist normal. Alles, was Gott liebt, ist normal. Ja, das Leben ist normal. Und deshalb fange an, normal zu leben. Und wir denken, nur wir sind richtig. Ich habe festgestellt, wenn man reist, so verschiedene Länder, verschiedene Kulturen. Wenn man ein bisschen mal dorthin geht und dorthin schnuppert, Reisen bildet, sagt man, ja, und macht glücklich. Ich darf auch so sein wie die. Und warum nicht? Ja. Ich habe in Heilbronn in meiner Gemeinde interessante Leute gehabt. Da habe ich zuerst die Rumänen gehabt, die waren mit dem Kopftuch. Dann habe ich Engländer gehabt, die waren mit dem Hüte, da verstehst du, mit wunderbaren Hüten. Und dann habe ich Koreaner gehabt, wenn die gebetet haben, die haben die Schuhe ausgezogen. Und ich habe gesagt, ihr dürft das sein, was ihr seid. Aber versucht nicht, andere zu bevormunden, andere zu kopieren. Seid selbst. Und jeder sollte selbst sein. Gott hat uns zur Einfachheit und Schlichtheit geschaffen. Wir sollen nicht kompliziert sein, wir sollen natürlich und normal sein. Ja, nüchtern sein, schlicht sein. Wir sollen ja, praktisch sein, einfach ganz normal. So Kinder sind ganz normal. Ja, die Kinder lachen manchmal so die Erwachsenen aus, weil sie sich komisch benehmen. Du kennst ja die Geschichte des Kaisers Kleider, verstehst du? Er wollte unsichtbar sein. Und dann sagt das Kind, der läuft ja nackt, der Kerl, verstehst du? Und er merkt es gar nicht. Ja, Kinder sind natürlich. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Natürlich sein. Bescheiden sein, einfach sein, sachlich sein. Gott will, dass wir unseren Horizont ständig erweitern. Das will Gott, dass wir über uns selbst hinauswachsen, mehr und mehr dazulernen und uns nicht so festlegen. Ich muss nach dieser Schablone leben, sonst bin ich nicht echt. Nein, wir sind erst echt, wenn wir so sind, wie wir sein sollten, von Gott geschaffen.
In der Bibel heißt es, du sollst kein Bildnis machen, du sollst keine Schablone machen. Wir sollen original sein. Und Gott sagt, wenn er spricht, der spricht zu uns persönlich, in unserer Sprache, in der Muttersprache, ganz normal. Ganz besonders ist schlimm in der Kirche, diese feste Form der Liturgie, nur so, 3, 4 und dann singt man weiter. Aber weißt du, dass du mal Jazzmusik machst, jeder macht seinen Rhythmus, er muss nur mit den anderen zusammenspielen. So viele Menschen binden sich an den Buchstaben. In der Bibel heißt es, unser Glaube soll nicht auf den Buchstaben gebunden sein, auch unser Gottesdienst nicht, auch unser Glaube. Wir sollen echt sein, normal sein, keine festen Regeln, auch mal außer der Reihe mal was machen. Ja, nicht in feste Schablonen. Der Buchstabe tötet, aber der Geist ist es, was einen lebendig macht. Lob und Dank. Liturgie im Gottesdienst, das tötet den Geist. Der Heilige Geist kann nicht wirken. Ja, wir sollen Raum dem Heiligen Geist geben. Löse dich von deinen Schablonen oder lass dich erlösen von den Schablonen. Beim Heiland heißt es immer so schön, es begab sich, es begab sich. Ja, des Morgens losmarschiert vom Nazareth oder von Kapernaum und unterwegs begegnet da jemand, da wurde eine Leiche über die Straße getragen und dort passierte jemand und dort hat ihn jemand angequatscht. Ja, es begab sich. Es kam immer anders als geplant. Und ich finde es ganz toll, verstehst du? Du planst, du musst den Tag planen. Aber es darf sich was begeben, was passieren. Anders als angedacht, als beabsichtigt und vorgesehen. Ja, plötzlich, da kommt dir jemand über die Quere. Es gibt ein Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt. Genau das ist es, der Mensch denkt und Gott lenkt. Es begab sich beim Heiland, begab sich am laufenden Band. Es begab sich. Unser Leben besteht aus Begebenheiten. Ja, schau die vielen Ehen an. Ja, es begab sich, da hat man sich verguckt oder hat man einfach sich verliebt oder was auch immer ist. Und es begab sich. Du hast nicht gesucht, aber es kam jemand über deine Kreuzung, über deine Straße. Wir begegnen Gott zufällig, auch das, es begibt sich. Ich habe nicht Gott gesucht, aber er hat mich gesucht. Plötzlich hat er angeklopft. Und wir dachten, was ist das? Wir haben uns erschreckt. Ja, plötzlich hat unseren Weg gekreuzt, meistens ungewollt, ungeplant, spontan, aus der Situation heraus. Gerade du brauchst Jesus, fliegt ein Flugzeug am Himmel. Ja, diese Provokation. Am Ostermorgen, plötzlich begegnen die Frauen, ja nicht, die suchen Jesus, wollen Jesus begegnen. Und dann denken sie, dass der mit der grünen Schürze, das wird der Herr Jesus, der Gärtner sein, und fragen, Gärtner, wo hast du unseren Herrn hingelegt? Ja, und das war der Heiland selber. Es begab sich. Die gehen zum Grab, überlegen sich, wer wälzt uns diesen Stein weg, und als sie dort ankommen, ist schon alles passiert und vorbei. Und so ist es, es begab sich. Und wir sollen viel mehr offen sein für Begebenheiten, dass sich was begibt, dass nicht alles so geplant passiert, ja, dass sich begibt. Auch die Emmaus-Jünger, die haben über Jesus diskutiert, gehen nach Hause, schmeißen den ganzen Bettel hin, wollen damit gar nichts mehr zu tun haben, ja, und die diskutieren. Und dann kommt der dritte Mann dazu, was sind das für Reden, die ihr miteinander führt? Und dann fragen sie den Herrn Jesus selber, ja, bist du der Einzige, der hier in Israel lebt und nicht weiß, was in den letzten Tagen passiert ist? Die haben den Messias gekreuzigt. Bist du der Einzige, der das nicht weiß, ja, was da passiert ist? Ja, es begab sich. Und erst beim Brotbrechen dort am Abend, als sie sagten, Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden, Sabbatabend, dann brechen sie das Brot und beim Brotbrechen gehen plötzlich die Augen auf. Das ist doch der Herr, unser Jesus. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert? Weißt du, sie sind oft erstaunt, wenn sich was begibt. Merkwürdig, 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 merkwürdig. Aber genau durch Merkwürdigkeiten wird das Reich Gottes gebaut. Denk an den Kämmerer, der hat eine Schriftrolle in Jerusalem gekauft, liest diese Jesaja-Rolle. Und plötzlich kommt so ein Anhalter und der hört mit, was der da liest. Und dann sagt er, verstehst du, was du liest? Ja? So ein Anhalter. Ja? Wir haben in Stuttgart einen Bruder gehabt, damals in der Jesus-People-Bewegung. Stefan hieß er. Und war so
Über 50 schon, Rentner war er, also auf jeden Fall, oder Frührentner oder was auch immer ist. Und dieser Stefan hat eine Mission für sich selbst gegründet, Tramper. Er hat als Tramper die Leute angehalten, den Leuten ein Traktatchen gegeben, ein bisschen über den Glauben gesprochen und dann sagte, darf ich jetzt aussteigen? Und dann den Nächsten genommen und wieder weiter getrampt. Ja, Tramper-Mission. Ja, und Gott hat Humor, so ein Tramper. Ich weiß nicht, wie viel Segen er verbreitet hat, aber hat Leute mitgenommen und hat mit ihnen über Glauben gesprochen. Verstehst du, wenn du so einen Tramper mitnimmst, dann fragst du, wo kommst du her, wo gehst du hin, was willst du, was machst du, was ist deine Geschichte? Ja, Tramper. Gott hat Humor. Und ja, so viele Begegnungen gibt es gerade so, wenn du so trampst. Ja, da kriegst du Leute, die du sonst nie kriegst. Die du nie bekommst. Ja, Gott lenkt unsere Schritte meistens gegen unseren Willen. Manchmal denken wir, ach, den armen Kerl, den Opa nehme ich mit. Ja, so war es beim Stefan damals. Ja, und meistens gegen unseren Willen. Wir nennen das Führungen oder Fügungen oder Schicksal. Wir haben auf der Bibelschule einen Bibelschüler gehabt in der Schweiz. Der kam von Sannemösen, Kanton Bern. Und der fuhr auch immer per Anhalter nach Hause. Ja, per Anhalter. Wie auch immer, der war ein bisschen langsam, unser Jakob, Köbe hieß er, ja, war ein bisschen langsam. Und da trampt er und dann hält er eine Dame an, ja, ein bisschen älter als, ja, oder fast gleich alt wie er, eine Fabrikantentochter aus Reichenbach im Kandertal, nimmt ihn mit und die diskutieren sich, verstehst du, der verliebt sich und heiratet später und der Vater aus Graubünden hier, der hat eine Fabrik dort in Reichenbach gehabt, der hat Seilbahnen gebaut. Ich habe mal dort gepredigt und Gottesdienst gehabt in seiner Fabrik. Ja, da hat seine Fabrik immer am Sonntag umfunktioniert für Gottesdienste. Ja, und weißt du, er hat seine Frau kennengelernt als Tramper, eine reiche Frau und hat geheiratet. Gottes Wege sind manchmal merkwürdig. Und hier habe ich zum ersten Mal bei dieser Familie in Reichenbach kennengelernt, was reiche Leute sind. Weißt du, die reichen Leute essen nicht mit Messer und Gabel. Das Graubündner Fleisch, ich weiß nicht, ob du schon sowas gegessen hast, verstehst du? Da hinter uns waren so ja, Diener mit Handtuch und ja, mit Finger nimmst du das Fleisch und dann wäschst du deine Finger ab und dann hinten darfst du abtrocknen. Solche Leute hat der Jakob kennengelernt, das waren seine Schwiegerleute dann nachher. Und dieser Fabrikant, interessant, verstehst du, der baute damals in China vor 30 Jahren, nein, mehr als 30 Jahren, in China Seilbahnen und an dem Prospekt, was er da hat, hat er geschrieben, ich baue die beste Seilbahn dieser Welt, aber es gibt noch bessere. Und das ist, ich mache Reklame gegen die, ja, meine Konkurrenz und das erzählt von Jesus Christus, wie er dieses Tal, Sündental, diese Kluft überwindet. Ja. Du glaubst gar nicht, was er als Tramper alles erlebst, also was mir der Stefan erzählt hat. Ja, oder auch hier diese Köbi. Gottes Wege sind manchmal merkwürdig. Gott arbeitet nicht nach einer Schablone. Gott arbeitet nicht nach einer Schablone. Zu mir kam ein junger Mann in der Gemeinde und er wollte unbedingt eine Frau haben. Und all die Mädels in der Gemeinde haben zu ihm nicht gepasst. War nichts. Ich habe gesagt, bekehr die Frau, verstehst du, die du brauchst für dein Leben, die du suchst, bekehr. Und dann ist er nach Israel gefahren und dort hat er ja, so als Hippie damals ein paar Sachen gebastelt, gemacht und dergleichen so Schlappen gebaut aus alten Reifen und verkauft am Strand. Und da kommt ein Mädel, bekehrt sich, diese Inge aus Holland und das war seine Frau. Und jetzt haben sie drei Kinder und wohnen da in Stuttgart in der Nähe. Nur als Beispiel, nur als Beispiel. Muss flexibel sein. Die meisten Leute sind nicht flexibel. Deshalb klappt es bei denen im Leben nicht. Sei flexibel. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Gott arbeitet nach seinen eigenen Vorlagen, nach seinen eigenen Methoden, nicht nach einer Schablone. Ja, manchmal geht er auch Umwege. Reg dich nicht auf, wenn Gottes Wege auch manchmal Umwege in deinem Leben sind. Manchmal komisch. Lerne ihm einfach zu folgen. Und das ist Nachfolge. Dass du einfach lernst, ihm nachzufolgen. Es begab sich. Nimm diese Stunden, wie Gott dir gibt. Jesus fragte gar nicht so viel, verstehst du? Er war, hat die Tabus gebrochen. Am Ostermorgen begegnete er den Frauen. Dann fragte er, wen sucht ihr? Wie sucht Jesus?
Und dann sagte ich, ich bin's. Ja. Gott begegnet uns manchmal so, wie wir es gar nicht denken, gar nicht geplant haben, gar nicht gelehrt worden sind. Ja. Ja. Wir sind plötzlich erstaunt, wie das passiert. Gottes Wege sind übernatürlich, ungewöhnlich, seltsam, komisch und merkwürdig manchmal, wie bei dem Köbi, wie beim Stefan, ja, oder was auch immer ist. Ja, du hast deinen Verstand, dein Wissen, das solltest du gebrauchen, aber dann solltest du offen sein für Begebenheiten, dass plötzlich dich jemand anruft oder dich anrempelt. Ja, was wollen Sie da? Ja, plötzlich. Gott hilft dir, wenn du nicht weiterkommst mit Leuten oder durch Leute, an die du gar nicht denkst. Wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, ja, dann plötzlich greift Gott irgendwie ein. Gott unterstützt keine Faulheit. Also ich muss meinen Teil tun. Aber dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann wird er schon helfen. Dann trempe. Wie auch immer. Und das ist vielleicht nicht in deinem Plan, gar nicht vorgesehen. Aber Gott will manchmal. Ja, Gott führt zusammen. Zwei Juden unterhalten sich, was hat Gott gemacht am achten Tag? Bis zum siebten Tag sind sie hingekommen und Gott ruhte von seinen Werken. Und was hat er am achten Tag gemacht? Und dann hat einer und der andere sich überlegen und diskutieren, so wie die Juden halt sind. Und dann sagt der eine zum anderen, am achten Tag hat er die Pärchen, die Leute, die Menschen zusammengeführt. Ja, miteinander zusammengeführt plötzlich. Und das ist, Gott führt uns zusammen. Damals nach dem Pfingsten wurden 3000 Menschen der Gemeinde hinzugefügt. 3000. Die haben gar nicht geplant. Was soll das werden? Verstehst du, sind wir bei den Verrückten jetzt gelandet. Alle sprechen durcheinander und Kauderwelsch. Ja, was soll das werden? Bei Gott wird nur das auferstehen, was gestorben ist. Ich bin am Ende. Lass es bleiben, mach mal nicht weiter. Wir müssen von unseren Schablonen lösen. Was soll das noch werden? Ja, Pfingsten. So ist, wie der Heilige Geist arbeitet. Sag niemals in deinem Leben, das werde ich nie machen. Niemals. Vielleicht musst du das machen. Aus irgendwelchen Gründen. Dieses niemals, nein. Also das ist unter meiner Würde. Niemals im Leben werde ich sowas und sowas machen. Ich bin in Tempelhof mal und da war so Jahrmarkt und die haben Heuschrecken verkauft, gebratene Heuschrecken. Und ich habe noch nie Heuschrecken gegessen. Ich habe in der Bibel habe ich gelesen, der Johannes der Täufer hat wilden Honig und Heuschrecken gegessen. Und das wollte ich unbedingt auch mal probieren. Und weißt du, andere sagen, pfui, sowas esse ich nicht. Ja, aber überwinde dich, sag niemals, niemals. Und ich habe dann nachher nachgelesen, später, die Heuschrecken haben viel mehr Protein und Vitamine als hier bei uns manche Pflanzen, die schon ja, nur vergiftet sind. Sag niemals, niemals, nie. Ja, und vielleicht musst du das manchmal machen. Also in meinem Leben war das so, was ich gesagt habe, ich werde es nie machen. Musste ich machen. Ja, als wir die Kirche hatten, da haben wir die Gasheizung oder ich wollte die Kirche beheizen und haben mir Gedanken gemacht, wie soll ich das machen? Und Geld habe ich nicht gehabt. Und dann hat mir jemand auf den Gedanken gebracht, von der Klassenlotterie. Ich soll zu der Klassenlotterie gehen und mir Kredit geben lassen oder Geld geben lassen oder spendieren lassen, denn die machen alle möglichen Projekte. Und dann bin ich zur Klassenlotterie gemacht und eigentlich war das gegen meinen Strich, gegen meine Meinung. Wir sollten nicht Glücksspiele machen, gar nichts, all das sollte man nicht machen. Aber ich habe gedacht, guck mal, also die haben Geld, Klassenlotterie. Und die haben mir damals 100.000 Euro gegeben, damit ich die Heizung in der großen Kirche einbauen kann. Und da brauchst du nur einen Knopf umdrehen, in 2 Minuten ist die Kirche warm. Und die Klassenlotterie hat alles bezahlt. Ja. Und das würde ich nie machen, sagen die Leute. Bruder, mal tu das, das ist nicht richtig. Weißt du, du musst bereit sein, Tabus zu brechen. Niemals, 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 nein. Wenn du mit deinem Latein am Ende bist, dann frag, lieber Gott, was soll ich hier machen? Das Netz auf der anderen Seite rauszuwerfen um die Mittagszeit beim Petrus, beim Fischen. Ja. Und dann macht er den großen Fang. Also was macht man nicht. Ich bin ein Profi, sagt der Petrus. Aber Herr, weil du es gesagt hast, auf dein Wort hin will ich mich bewegen und das tun, was du sagst. Wir müssen von unseren Schablonen uns lösen. Nur morgens oder abends fischen gehen. Nein, auch mittags und nachmittags, was auch immer ist. Der Apostel Paulus,
Pharisäer von Pharisäern, ja, ein Jude durch und durch. Ja, und die wollen ihn lynchen, als sie ihn in Jerusalem ihn erwischen, die wollen ihn umbringen. Und dann sagt er, ich berufe mich auf den Kaiser. Das ist für einen Juden ein Verbrechen. Die wollen ja die Römer rausschmeißen aus dem Land. Ich berufe mich auf den Kaiser. Ja, und er lässt sich nicht lynchen. Ja, er tut sein Möglichstes, ich berufe mich auf den Kaiser. Sonst wäre er gelyncht worden. Sei ein Realist. Rette deine Haut, dein Leben, wie auch immer ist. Du musst ja über deinen Schatten manchmal springen. Ich berufe mich auf den Kaiser. Und nicht nur extrem, ja, fromm sein, religiös sein. Manche Leute kriegen nur Ärger und Stress und werden gelyncht und wundern sich, warum passiert das mit mir? Weil sie den Kopf nicht einschalten. Schall deinen Kopf ein, dein bisschen Grips. Tu Dinge, die du sonst vielleicht nie tun würdest. Ich sag dir nur, ja. Ich habe einen lieben Bruder hier in der großen Kirche gehabt, ganz am Anfang, als wir anfingen. Wir haben Bibeln geschmuggelt in den Osten, nach Rumänien damals, Moldawien und wo auch immer. Und dieser Bruder Stanislav hat einen Koffer mitgenommen und ist mit der Bahn gefahren nach Moldawien, sollte die Bibeln bringen. In aller Liebe, 20 Bibeln im Koffer. Und dann hört er, dass die Kontrolle kommt im Zug, dass die Schaffner kommen und kontrollieren, oder die Zöllner, nicht die Schaffner, die Zöllner. Und der Stanislav macht etwas, was er noch nie, der ist im frommen Kreis aufgewachsen, so in christlicher Gemeinde, und hat nie geraucht in seinem Leben. Dann fragt er einen den Zöllner, könnten Sie mir eine Zigarette geben? Ja, und dann nimmt er die Zigarette, könnten Sie mir auch Feuer geben? Und dann raucht er und er hält sich mit dem Zöllner vor seiner Kabine. Und in seiner Kabine sind im Koffer 20 Bibeln, die er rüberbringen muss. Und die Zöllner haben ihn gar nicht kontrolliert, die sind wieder weitergezogen. Aber hätte er nicht um die Zigarette verlangt, der wäre durchgesucht worden und der wäre ins Gefängnis heute. Aber Gott sei Dank, sei flexibel, brich deine Tabus. Und da ist dann noch so etwas Wunder passiert, bevor er nach Moldawien kam. Weißt du, wir haben nicht genau angegeben, wem und wo er die Bibel abgeben muss. Wir haben gesagt, in der Stadt wird die Bibel abgegeben. Und dann war ein Bruder aus Moldawien, der musste gar nicht bis nach Moldawien fahren. Da war ein Bruder, der nachts oder abends eine Eingebung bekommen, geh in die und die Stadt, du wirst deine Bibel bekommen. Denn damals im Ostblock gab es nur, dass nur der Prediger eine Bibel hatte oder nicht einmal der meistens von Hand die Bibel mitgeschrieben, von der Kassette oder was auch immer ist, ja, oder einer vom anderen abgeschrieben. Und er wollte seine eigene Bibel haben und dann kommt er dorthin und dann bekommt er nicht nur eine Bibel, sondern ein ganzes Paket Bibeln, was der Stanislav rübergebracht hat. Und nur deswegen, weil er gesagt hat, könnte ich mal eine Zigarette haben? Komisch, verstehst du, du würdest sagen, nein, sowas mache ich nicht. Ich habe meine Enkel mal hier zum Bäcker gebracht und habe gesagt, was wollt ihr haben? Hier sind Schweinsohren, wollte ich Schweinsohren haben? Nein, sagt, pfui, sowas essen wir nicht. Ja, Schweinsohren, das ist nur Gebäck, verstehst du? Ja, aber manche Leute sind so erzogen, Schweinsohren essen wir nicht. In aller Liebe. Wir müssen mit der Tradition brechen, die eingefahrenen Gleise verlassen, flexibel sein im geistlichen Leben. Du musst nicht süchtig werden. Nicht, dass ich das jemand glaubt, du solltest süchtig werden. Nein, du sollst nur flexibel sein. Das tun, was der Heilige Geist im Richt in dem jeweiligen Augenblick sagt, die Zöllner abzulenken. Was auch immer ist, mit der jüdischen Tradition zu brechen. Ja, und dann die Hände ja, waschen oder nicht waschen. Jesus hat große Probleme gehabt mit den Juden. Er hat am Sabbat geheilt oder seine Jünger haben sich beim Essen, beim Brotessen sich nicht die Hände gewaschen. Ja, und dann beschweren sich beim Heiland ja, und so weiter. Der Heiland hat die Leute nicht verdummt. Der hat ihn gelehrt. Den Reinen ist alles rein und den Unreinen ist alles unrein. In Matthäus Kapitel 15, Vers 2, da lese ich, da kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten und die sagen, Meister, deine Jünger, sie halten sich nicht an der Überlieferung der Ältesten, denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Verstehst du? Oh, ess, lass es schmecken. Für Jesus war es wichtig, dass das Herz rein ist und nicht saubere Hände. Viele Leute achten auf reine Hände, aber ihr Herz ist voller Dreck, voller Schmutz. Ja. Viele Menschen
sind schwer von Begriff, versteht ihr nicht? Da fragt der Petrus, was soll das bedeuten, was wir da diskutieren? Dann sagt Jesus, versteht ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird ja, wieder ausgeleert in der Grube. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen, aber nicht ungewaschene Hände. Ja, oder dies und jenes. Löse dich von diesen Schablonen, frommen Schablonen. Ich wasche auch jedes Mal, wenn ich auf der Toilette bin, die Hände. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man sauber lebt, rein lebt. Aber ich mache kein Gesetz draus. Ja, ich bin aufgewachsen. Ja, wir haben mit den Kühen gespielt, Schafe gespielt, Ziegen gespielt. Ja, ich bin im Stall groß geworden, da habe ich keine Allergie gehabt. Aber da kommt man nach Deutschland, das ist alles nach Sakrotan, alles sauber gemacht, verstehst du? Alles perfekt. Und da kriegt man alle möglichen Allergien. Ja, weil es viel zu sauber ist. Viel zu sauber ist. Ja, lass doch die kleinen Kinder mit Dreck spielen, in aller Liebe. Oder, ja, viele haben so einen Waschzwang. Ich habe in Heilbronn einen Bruder gehabt, der ist jetzt tot, aber der hat Waschzwang gehabt. Jedem, wenn er jedes Mal, wenn die Hand gegeben hat, hat er sich gleich die Hände gewaschen. Waschzwang. Ja. Am liebsten hat er nur so gemacht, verstehst du? Niemand die Hand gegeben, Waschzwang. Und viele Frommen haben Waschzwang, wie auch immer es ist. Ja. Gott sagt zu Petrus, als er in Joppe ist, dann hat er eine wunderbare Vision. Die Schwester kocht unten was und brutzelt. Oh, das riecht wunderbar. Aber es sind lauter komische Viecher, was er in dieser Vision sieht. Ja. Und dann sagt er, liebe Gott oder ein Engel oder was auch immer, so, oder die innere Stimme, Petrus, nimm und iss und schlachte und iss, mach dir guten Tag. Dann sagt Herr, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Er war ein guter Jude, ja, noch nie was gegessen. Und dann klopft es an der Tür unten und dann fragt jemand, ja, vom Hauptmann des Cornelius, ist Simon Petrus zu Hause? Und es liegt unten auf dem Balkon und oh, riecht es da. Was aus der Küche da rauskommt, was die im Hof kochen oder wo auch immer ist. Und Petrus musste diesen Heiden Cornelius geben, zu dieser römischen Macht, die das Land damals besetzt hatte. Und hier durchbricht Gott jüdische Schablonen. Geh zum Cornelius, ist im Heiden. Ja, aber lieber Gott, ich war noch nie beim Heiden. Ich will mit den Heiden nichts zu tun haben. Und mit den Römern schon gar nicht. Die haben unser Land besetzt, die rauben uns aus. Und der Heilige Geist wirft alles über den Haufen. Und das ist, wie Gott arbeitet. Er will dich von deinen Schablonen erlösen. Deshalb meine Predigt auch heute Morgen. Ja, der Heilige Geist arbeitet ganz anders. Während der Petrus predigt, fällt der Heilige Geist. Stell dir mal vor, die sind nicht mal getauft. Die kennen die Bibel vielleicht noch gar nicht. Ja, und der Heilige Geist fällt. Und dann sagt Petrus, was hindert es dir, dass ich sie taufe? Ja. Da fällt der Heilige Geist und Cornelius und sein Haus wurden getauft. Unser Leben ist von Ereignissen bestimmt, die Gott tut. Gott selbst bricht die Tabus, die ganzen Regeln, was die Menschen aufgesetzt hat. Und der dreht alles auf den Kopf, verstehst? Zuerst werden die erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann lassen sie sich erst taufen. Ich habe am Anfang auch solche Probleme gehabt, verstehst? Ich habe die Charismatiker nicht verstanden, weil... Ja, die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann erst haben sie sich taufen lassen, weil sie das erkannt haben von der Bibel. Der Geist Gottes wirkt wie der Wind aus der Richtung oder von der Richtung oder von der anderen Richtung. Er weht, wohin er will. Er lässt sich nicht dirigieren. Pfingstern kam wie ein Wind vom Himmel, wie ein Brausen. Der Buchstabe tötet, der Geist ist, was lebendig macht. Klebe nicht am Buchstaben, am Paragraphen. An Bibelstelle, das steht in der Bibel. Ja, da steht vieles in der Bibel. Ich glaube an die richtig geteilte Bibel, nicht nur an die Bibel. Ja, da ist, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Ja, manches ist für die Juden gesagt, manches war für Abraham, manches war für Moses, manches war für die Kinder Israel, manches war für die Apostel, manches ist für die Endzeit. In der Bibel stehen Dinge, die sind für die Endzeit, aber nicht für jetzt. Verstehst du? Die sind versiegelt. Denk nur an das Buch der Offenbarung. Und so viele Menschen haben Schablonen, das steht in der Bibel. Und deshalb
wenn nur eine Bibelstelle ist, ist nicht verbindlich für dich. Ja, es muss von Petrus, von Johannes, von Jesus, von Moses gesagt werden, von David gesagt werden. Ja, und die Sache Gottes besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Löse dich von diesen Einzelbibelstellen. Und wir haben so viele Einzelbibelstellen. Ja, in der Bibelstelle steht für die Schwestern, die sollen Kopfbedeckung haben. Und das ist von Paulus, das ist seine Theorie. Und wir müssen nicht irgendeine Theorie von einem Heiligen übernehmen. In aller Liebe. Wir sollen unseren Weg finden. Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Ob es jetzt Abendmahl ist oder sonst was, ich habe es vom Herrn empfangen. Lerne von der Vielfalt Gottes. Und Gott ist so vielfältig, ja. Er will, dass du ständig deinen Horizont erweiterst. Und es gibt so viele verschiedene Formen, Gott zu begegnen, mit Gott zu reden, Gott zu erleben, wie man Reich Gottes baut, der eine so, der andere so. Ja, es gibt so viele Formen, wie man Gott dient, wie Gott Kranke heilt. Einmal heilt er durch die Handauflegung, das nächste Mal mit Salbung vom Öl und das nächste Mal gar nicht, er guckt dir in die Augen. Oder wie der Billy nimmt dich an die Füße und zieht dich lang. Ja, und du erlebst Gott auf verschiedene Art und Weise. Der Billy hat mir erzählt, wie er in den Heilungsdienst kam. Ja, ihn wollten damals niemand haben. Aber du siehst, so gebraucht Gott manchmal Menschen. Und er hat in einer Reifenfirma gearbeitet, hat beim LKW sich die Reifen aufgezogen, hat gearbeitet. Und dann hat er gesagt, wenn die Leute nicht wollen, dass ich für die Leute bete, dann bin ich halt für die Autoreifen. Und hat für die Autoreifen gebetet, dass sie wieder gut zurückkommen, dass nichts passiert, dass sie nicht platt werden. Und hat für die Autoreifen gebetet. Und so kam er langsam, aber sicher in den Heilungsdienst. Ja, fang an, irgendwie was zu tun. Und du kommst in diesen Dienst Gottes. Es gibt auch keine Form, wie man Gott lobt und preist. Die einen machen mit Musik, die anderen beten so und so, verstehst du? Und die anderen machen was anderes. Ja, auch wie man Menschen dient, wie man Menschen behandelt. Und jeder Mensch darf anders behandelt werden, denn jeder Mensch ist ein Original. Es gibt so viele verschiedene Formen, die Stimme Gottes zu hören. Der eine hört die Stimme Gottes in der Predigt, der andere hört die Stimme Gottes in sein Gewissen. Und der Nächste hört die Stimme Gottes beim Bibellesen, beim Nachdenken, beim Meditieren. Oh ja, oder dann, es gibt verschiedene Formen, wie man den Glauben umsetzt. Löse dich von den Formen. Vielleicht musst du ganz was anderes machen. Oder wie man Christ ist. Ja, Gott will dich zur Freiheit berufen. Und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da kannst du alles machen, da ist alles erlaubt. Ja. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und allen Gemütskräften, deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kannst du machen, was du willst, du bist immer richtig. Wir befreien, also auch durch meine Predigten hier, wir befreien die Menschen nicht nur von ihren Sünden, sondern auch von ihren Schablonen. Löse dich von den Schablonen, von den frommen Schablonen insbesondere. Fromme Schablonen sind genauso schlimm wie grobe Sünden, genauso schlimm. Ja, Schablonen sind Dämonen, was die Leute sich ausgedacht haben und den Leuten aufzwingen. Ja, sie nehmen den Menschen gefangen, nicht nur die Sünde, sondern die Schablonen. Das macht man nicht, sowas essen wir nicht, pfui. Ja. Oder was auch immer ist. Die trennen dich von Gott, die Schablonen. Gott möchte dir begegnen auf seine Art und Weise, in der Einsamkeit vielleicht, vielleicht in einem öffentlichen Gottesdienst, vielleicht irgendwo am Meer. Ja, und Jesus ist den verschiedenen Leuten verschieden begegnet. Ja, löse dich von deinen Schablonen, aber so nicht wie die. Wir haben in Stuttgart einen Bruder gehabt, der erzählt, unser Otto Sonder, ein alter Bruder in der Gemeinde, erzählt, er hätte unter der Neckarbrücke die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bekommen. Und dieser Helge, ein Bruder aus der Gemeinde, ein junger Bruder, ein Bruder, der ehrlich wirklich gemeint hat, mit dem Herrn zu folgen, der hat den ganzen Tag unter der Brücke gebetet, da wo der Bruder Otto den Heiligen Geist bekommen hat, und dann kommt er im Gottesdienst und sagt, das hat nicht gestimmt. Ich war den ganzen Tag dort unter der Brücke. Ja, Gott handelt nicht nach einer Schablone. Er geht seinen Weg. Gott handelt auch nicht nach Dogmen und Satzungen. Jesus kämpft ganz entschieden gegen die Satzungen der Leute, ständig gegen die ganzen jüdischen Vorsätze, was sie da ihm vorhalten.
Er hielt den Sabbat nicht, er hat am Sabbat geheilt, am liebsten am Sabbat, weil dort die weißen Leute im Gottesdienst waren. Ja, und er hat die ganzen Reinheitsvorschriften nicht beachtet oder seine Leute noch gelehrt und sie nicht verdummen lassen. Er hat sich mit den Frauen unterhalten, denn der Jude sagt, eine Frau hat keine Seele. Ja, stell dir mal vor, unsere Schwestern hätten heute bei den Juden keine Seele. Bis heute glauben die Juden, die orthodoxen Juden. Oder mit den Zöllen hat man nichts zu tun. Die arbeiten mit der Besatzungsmacht, mit den Römern. Und Jesus redet auf der Straße mit einer Frau, mit einer Ehebrecherin sogar, ja, mit der Samariterin. Wir haben so viele Geschichten, wie Jesus diese Tabus bricht. Und deshalb bricht nicht gleich über einen Menschen den Stab. Maria Magdalena, die war von 7 Dämonen besessen. Und Jesus hat sie gereinigt. Und wenn der wüsste, was das für ein Weibstück ist, der würde sie nicht seine Füße küssen und ablecken lassen und salben lassen. Aber diese Maria Magdalena salbt diese Füße. Und dann sagt Jesus, ihr sind viele Sünden vergeben. Deshalb liebt sie auch viel. Du weißt manchmal gar nicht, warum die Menschen so und so sind. Jesus ist sehr großzügig, Lob und Dank. Und das ist mein Heiland. Von dem predige ich, von dem bin ich begeistert. Halleluja. Ja. Und Jesus hat kein Verständnis für religiöse Konzepte gehabt. Eine Frau, auch die Frau hat eine Seele. Und bei den Juden haben sogar Kinder bis zum 12. Lebensjahr auch noch keine Seele. Stell mal vor, ein Kind. Und Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Du siehst extreme Menschen, wie gesetzlich sie sind, Buchstabe tötet. Die Schablonen frustrieren einen, bringen Depression, bringen Minderwertigkeitskomplexe. Ich habe keine Seele. Schwestern sitzen auf dieser Seite oder ganz hinten. Männer kommen nur vorne in der ersten Reihe. Ja, manche Kulturen sind so extrem. Gott grenzt niemand aus. Schablonen machen Menschen ungläubig, engherzig, ungeistlich, unbeweglich, unbrauchbar. Sie lähmen einen. Warum? Aber ich bin Gott so dankbar für die Schwestern, gerade die Schwestern, der Himmel, ja, die Gemeinden sind voll von Schwestern, ja, überall. Männer haben komplett Schwierigkeiten, nur bei den Moslems, da sind die Männer vorne an. Aber bei den Christen, weil die Christen eine jüdische Einstellung haben, die Frau hat keine Seele. Brich mit diesen ganzen religiösen Tabus, mit den Schablonen und erreiche die nächste Ebene, die nächste Stufe. Wir sind wie Flugzeuge, und viele Menschen sind wie Flugzeuge, die wollen hochfliegen oder landen und so weiter, aber sie haben kein Erlaubnis von dem Tower, ja, sie haben kein Erlaubnis von dem Pastor, von der Gemeinde, von wem auch immer, keine Erlaubnis. Wir machen nur das, wozu wir ein Erlaubnis haben, grünes Licht, reif, fahr auch in Beirut durch. Ich bin heute Morgen geblitzt worden beim Herfahren, verstehst du, bin nur, ja, ich darf nur 30 fahren, aber ich bin schon 40 gefahren. Ja, aber ja, da denke ich, ja, der Staat soll auch mal was verdienen. Ja, schicke eine Spende denen rüber nachher. Die schicken mir eine Rechnung. Ja, aber ich mache nur das, was erlaubt ist. Nur das. Ja, wenn das Haus brennt, muss rausspringen. Da muss nicht warten, bis dich jemand Erlaubnis gibt. Ja, muss springen. Unser Tower, unser Gehirn gibt uns nicht frei. Ich habe ein Tabu. Wir sprechen heute über Schablonen. Löse dich von deinen Schablonen, was auch immer ist. Ja? Wir brauchen grünes Licht. Das ist eine Erfindung von den Deutschen hier, grünes Licht. Am Potsdamer Platz war die erste grüne Ampel oder rote Ampel oder gelbe Ampel. Steht heute noch als Denkmal. Ja, alles wird geregelt durch die Lichter. Die Natur kennt sowas nicht. Der Vogel fliegt, wenn er fliegen will. Und soll. Und wartet dann nicht und fragt, darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Soll ich das? Wir wollen nicht negativ auffallen. Ja, wir wollen nicht aus der Schablone ausbrechen, die deutsche Industrienorm. Ja. Wir wollen nicht ins Gerede kommen, guck mal, die, was sie sich erlaubt. Ja. Viele bleiben in der Luft, lieber stürzen sie ab, bis der Tank leer ist und ja, bis sie eine Bruchlandung erleben. Weil niemand sie zur Landung aufgefordert ist.
Wir haben sowas Blödes mal erlebt. Wir sind ja Preußen, kultiviert. Und wir sind in Bayern, wir haben bei einem Bauer Kartoffeln gesammelt, Kartoffeln geklaubt, also nicht gestohlen, sondern ja, Kartoffeln aufgelesen, so heißt es dort in Bayern. Und dann hat der Bauer uns eingeladen zum Abendessen. Und wir sind so anständig, weil wir sind gewohnt gewesen, dass man sagt, wenn man irgendwo ist, bitte greifen Sie zu. Und der Bauer hat sich bekreuzigt und dann seinen Speck abgeschnitten und gegessen. Und wir sind hungrig nach Hause gegangen. Dann sagt der Bauer zu meinem Vater, hat es Ihnen nicht geschmeckt, wollen Sie keinen Speck essen und sowas, verstehst du? Nein, wir haben immer gewartet, bis Sie sagen, bitte greifen Sie zu. So sind viele Menschen gewohnt von ihrer Kultur, von ihrer Schablone. Ja. Und sie warten so, bis sie vom Tower grünes Licht haben zum Abflug oder zum Landen. Und sie hören nicht auf Gott, verstehst du? Was sagt meine innere Stimme? Was sagt meine innere Stimme? Da machen viele lieber die Bruchlandung, Bauchlandung, was auch immer ist. Werde vernünftig. Ja, fang an, dein Leben zu leben, das wie Gott will. Nicht warten, bis da grünes Licht ist. Worauf kommt es wirklich an? Ja, zuerst musst du die Schablonen zerbrechen. Und erst, wenn du die Schablonen in deinem Leben zerbrochen hast, kannst du kreativ werden. Kommt Farbe in deinem Leben. Kannst pinseln, kannst die Wände malen, ja, rollen. Ja. Kommt Freiheit in deinem Leben. Und nur der Mensch, der frei ist, ist auch kreativ. Nur der Mensch. Die anderen, die sind engherzig. Das darf ich nicht. Da muss ich aufgefordert werden. Nein, mach wie Picasso. Nimm deinen Pinsel und an die Wand schmeißen. Das ist Kunst. Ja, und das wird teuer verkauft. Ja, hier in Potsdam war kürzlich eine Ausstellung von Picasso. Da war dieser, ein Foto natürlich nur, so, was er da gemacht hat. Du musst die Freiheit nehmen. Weißt du, solange du nicht die Freiheit hast, kannst du nicht kreativ sein. Glaube kommt, wenn du frei bist. In Zungen betest du, wenn du frei bist. Nicht verklemmt und stur. Ja. Deine Kraft kommt, wenn du frei bist. Heb ab. Unsere Vorstellungen, Schablonen sind Gott ein Hindernis. Gott will, dass wir nach seinen Maßstäben leben. Nicht nach den Maßstäben einer Kirche, einer Religion, eine Gesellschaft, ein Dogma, nach wem auch immer ist, ja. Und es ist ein Unterschied zwischen Maßstäben und Schablonen. In Paris, da ist das Urmeter. Jeder, der ein bisschen was lernt von Physik und so weiter, das ist das Urmeter, damit man weiß, nicht nur eine Elle, jeder mal längeren Arm oder kürzeren Arm. Dort ist das Urmeter und nach diesem Urmeter, bei dieser und dieser Temperatur, richtet sich das ganze Maß, ja, Urmeter. Und wir haben hier das Wort Gottes, das ist unser Urmeter. Wir sollen uns nach den Maßstäben Gottes richten, das ist unsere Schablone. Auch das ist noch flexibel. Auch das Wort Gottes ist flexibel. Gottes Wort ist ein Fixpunkt, ein Zielpunkt, eine Vorgabe. Ja, so könnte es sein. Gott hat den David so und so geführt. Und wenn das er beim David konnte, beim Abraham konnte, kann er bei mir auch. Gott hat keine Stiefkinder. Ich selbst muss den Weg gehen. Der liebe Gott geht nicht für mich den Weg. Hör doch auf. Ich selbst muss mein Ziel erreichen. Ich selbst muss kämpfen. Ich selbst muss zusehen, ja, mit welchen Mitteln ich das Ziel erreiche. Ob mit der Klassenlotterie oder mit dem oder mit jenem. Oder, ja, das Ding lassen. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 8 und folgende Verse, da lese ich. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Lage war. Stell dir mal vor, der Apostel Paulus war in einer ausweglosen Lage. Er war ein Jahr krank. Ein Jahr krank. Der Mann Gottes, das kann doch nicht möglich sein. Heilige wären nicht krank. Ja, in einer ausweglosen Lage war. Was ich zu ertragen hatte, war so schwer, dass es über meine Kraft hinausging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen. Ja, ich war ganz sicher, dass das Todesurteil über mich schon gesprochen war. Aber das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern dass ich mich allein auf ihn, auf seine Kraft und seine Gnade verlasse und auf den Gott, der von den Toten lebendig macht. Ja, er war im Sterben. Ein ganzes Jahr lang. Lies mal diese Geschichte.
Studier mal die Bibel, das wird dir gar nicht schaden. Und er hat mich ja auch von einem sicheren Tod gerettet, das wir auch künftig tun und bewahren. Deshalb hat er sich auf den Kaiser berufen. Ich werde doch nicht mich von den Juden lynchen lassen. So ein Blödsinn. Ja. Er wird mich auch in Zukunft von der Todesgefahr retten. Und dazu hat er auch eure Gebete für mich mit Dank erfüllt und zu Gott aufsteigen lassen. Gott erlaubt Dinge, über unsere Kraft gehen, dass wir zusammenbrechen. Ja, lieber Gott, wo bist du? Ja, Gott erlaubt es, dass sowas passiert in unserem Leben, dass wir überfordert werden, dass unser Vermögen übersteigt, damit wir endlich aus unseren Schablonen, verrückten Schablonen rauskommen, ja, damit wir unsere Grenzen durchbrechen und damit wir vor dem sicheren Tod bewahrt werden. Ich berufe mich auf den Kaiser als guter Jude, guter Pharisäer. Ja. Der wollte keinen Tod, er wollte nichts Falsches machen, aber er wollte sein Leben retten. Und wenn du dein Leben retten willst, solltest du alles tun, was in deiner Macht steht. Nicht nach einer Schablone. Ja, sowas essen wir nicht, Schweinsohren. Ja, sowas essen wir nicht. Ja, das Leben, ja, leb nicht in einer Uniform, in einem Buchstaben, zur Paragraphenreiterei. Gott hat Paulus aus festgefahrenen Gleisen befreit. Ja, ich kann mir vorstellen auch, dass er ein Extremer war. Weißt du, solche Leute, die wie Paulus, die pendeln von einem Extrem zum anderen, sind so Pendler. Ja, von einem Extrem zum anderen, das darf nicht wahr sein. Aber ja, er hat ihn befreit aus diesen eingefahrenen Gleisen, aus eingefahrenen Wegen und ausgetrampelten Pfaden. Er durfte mit Gott neue Wege gehen, mit Gott wieder was Neues entdecken. Und du wirst mit Gott was Neues entdecken, wenn du deine Schablonen im Müll schmeißt. Paulus musste nicht die alten Gemäuer und alte Räume pflegen, sondern er musste auf neue Wege wagen. Und nicht nur Denkmalpfleger sein. Ja. Und für mich war es auch, als Gott zu mir gesprochen hat, bevor ich die Kirche aufgab, ich musste aufhören, Denkmalpflege zu betreiben, nur Steine. Die Seelen sind wichtiger als Denkmal. Ja, die Seelen der Menschen. Wir sind keine Denkmalpfleger. Schablonenchristen sind Kulturchristen. Die leben in der Tradition. Traditionalisten sind sie. Ja, unsere Kultur, unsere Kirche, unsere Religion. Paulus sollte ein Revolutionär werden. Er durfte die Welt für Gott erobern. Er durfte Durchbrüche erleben, Ungewöhnliches tun, unwahrscheinliche Dinge erreichen und Gottes Plan verwirklichen. Solange du in deiner Schablone steckst, kannst du Gottes Plan nicht verwirklichen. Durchbruch ist, wenn du aus der Schablone rausbrichst, nicht so. Ja, ich möchte selber die Wand pinseln. In Stuttgart haben wir mit unseren Kindern in unserem Wohnzimmer die Wand selber gemalt, keine Tapeten geklebt und nicht gewalzt, sondern selber gemalt. Und die Kinder durften mit ihrem Pinsel ihre Striche machen. Und das ist unsere Wand. Ja, Durchbruch wird und ist, wenn du über deinen Schatten springst und deine Schatten links liegen lässt, von den ganzen Zwängen dich befreien lässt. Schatten, sie stammen aus deiner Vergangenheit, von deiner Abstammung, deinen Eltern, deiner Erziehung, deiner Bildung. Und ich habe eines festgestellt, Leute, die ich das Gymnasium besucht habe, nichts gegen diese Leute, Gott segne diese Menschen. Aber ich habe festgestellt in meiner Seelsorge, Menschen, die Abitur haben, die eine höhere Bildung haben, die haben Schwierigkeiten mit dem Glauben. Ja, wie macht man das? Da fragen sie dumme Fragen. Ein Einfältiger macht es, geht als Tramper durch die Lande, macht Tramp-Permission, die legt sie nicht so fest. Ja. Aber je mehr gebildet, je mehr Verstand wir haben, da versuchen wir alles mit unserem Verstand zu erklären. Wie ist es? Wie kann das sein? Ist das überhaupt möglich? Ja, löse dich von deinen Schablonen, die man dir so aufdiktiert, aufgedrückt hat, ja, aufgezwungen hat. Ignoriere sie. Schön, das zu haben. In 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 15 und folgende Verse lese ich: Bemühe dich, dass du vor Gott bestehen kannst mit deiner Lebensführung und deinen unbeirrbaren Wirken als einer, der das Wort der Wahrheit
die gute Nachricht von Jesus klar und unverkürzt verkündigt, nicht nach Schablone. Schablonen verkürzen das Evangelium. Und höre auf dieses gottlose Geschwätz gewisser Leute aufzuhören. Lass dich mit ihnen nicht ein. Und sie werden immer, je länger sie da sind, desto schlimmer wird es. Mit diesen Altweiberfabeln steht in der Bibel so. In 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 8, da heißt es weiter, halt dir an Jesus Christus, halt ihn vor Augen, als den, den Gott auferweckt hat von den Toten. Ja, und das ist die gute Nachricht. Jesus ist flexibel. Ja, das ist dieser neue Wein, der alles sprengt. Und der liebe Gott macht kein Flickwerk. Und da heißt es weiter in 2. Timotheus 2, um ihretwillen leide ich, diese ganzen Altweiberfaseln. Ja, sie haben mich sogar wie einen Verbrecher in Fesseln gelegt, aber das Wort Gottes kann nicht in Fesseln gelegt werden. Es ist ungebunden, kennt keine Grenzen, keine Mauern, kein Stacheldraht. Nur wer Jesus vor Augen hat, nach seinem Vorbild lebt, Jesus kennt, der lebt ohne Schablone. Wie der Herr gibt, verstehst? Und wenn der Herr nicht gibt, lass es stehen. Mach keine Gedanken drüber. Sie brauchen keine Schablonen, wahre Gotteskinder. Sie leben ein freies, befreites Leben in der Wüste. Deshalb hat Gott sein Volk in die Wüste rausgeführt. Und alle, die noch Schablonen brauchen, sind nicht kreativ, sind nicht spontan, sind nicht flexibel. Ja, sie können sich nicht trennen und sie können nicht auf ihre eigenen Füße stehen. Wie macht man das? Wie macht man das? Wie macht man das? Ja, lauter Fragerei. Ja. Solange du nach Schablonen lebst, lebst du ein unbrauchbares Leben, kann der Heilige Geist dich gar nicht leiten. Meine Bibel sagt, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Nur die. Die anderen, die nur nach einer Schablone leben, die sind nicht Gottes Kinder. In aller Liebe. Können denken von mir, was ihr wollt. Ja. In Sprüche Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auch das ist eine Schablone. So male ich mir das alles aus. So muss es sein. Ja, setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust, und es wird dir gelingen. Und er wird dir den Weg zeigen. Du wirst plötzlich sehen, es geht doch weiter. Es geht noch weiter, es hört gar nicht auf hier. Ja? Dein eigener Verstand kann so eine Schablone werden. So früher haben die Ritter das Kettenhemd sich anziehen können, aber die konnten sich nicht mehr ausziehen. Und so sind viele Christen, sie haben das Kettenhemd angezogen, die eiserne Fessel, und sie kommen nicht mehr raus. Du kannst selbst dein eigener Kerkermeister sein. Ich weiß nicht, wie vielen schon passiert ist, dass du dich ausgeschlossen hast. Bei uns gibt es so einen Knopf an der Tür. Wenn du nicht aufpasst, dann such und pssst, die Tür ist zu. Und du hast keinen Schlüssel. Wie kommst du rein? Ja. So viele sind ihre eigenen Kerkermeister, haben sich selbst ausgesperrt. Nicht der liebe Gott. Der interessiert sich nicht für das. Ja. Löse dich aus deinen Schablonen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja, Lob und Dank. Ja, da gibt es keine Schablonen. Nur bei Hitzköpfen, Kurpfuschern und Bürokraten, da sind Schablonen da. Werde ein Künstler. Ja, werde ein Künstler. Höre, Gott will dich zu einem Genie machen, zu einem Alleskönner. Alleskönner. Wir müssen nicht mehr schablonenhaft leben, abgedroschen leben. Fisch ist frei und fröhlich und frisch. Lebe nicht nach diesem ganzen Schablonenmaler. Und es gibt eine ganze Menge Schablonenmaler. Die Medienmacher, die machen auch Schablonen. Du bist nicht in. Und die meisten möchten in sein. Also ganze Gendergeschichten und was weiß ich alles. Ja. Das sind nur bessere Schmierer, mehr nicht. Diese ganzen Schablonen-Putzenmaler, ja, Nichtsgönner für mich und Nichtswisser. Werde kreativ. Ich halte nicht viel von denen. Ja, Vater im Himmel, erlöse uns von dem Übel, so beten wir im Vater unser. Erlöse uns von den ganzen Schablonen, erlöse uns von den Vorurteilen, von den Meinungen der Leute, was die anderen denken. Lieber Heiland, du hast mich angenommen, so wie ich war, und ich danke dir dafür, dass du mich erlöst hast von aller Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit. Ich danke dir für die Erlösung. Halleluja, Lob und Dank. Und wir hören dieses schöne Lied von deiner Liebe und Barmherzigkeit.
und währenddessen nehmen wir unser Morgenopfer auf. Gott möge uns segnen und sei erlöst von Schablonen. Halleluja. Amen.